Willkommen auf dem Weidenhof. Heute möchte ich euch ein kleines Update von unserem Gewächshaus geben, von unserer Wärmesenke und möchte euch einfach mal zeigen, wie wir so hier die Beete anlegen, was wir so geplant haben in diesem Sommer und wie wir uns das hier so vorstellen. Wenn ihr mögt, kommt gerne mit. Wir starten hier vorne mit dem Hofrundgang. Das sind zwei Kompostbehälter. Das ist zwar einer, den habe ich geteilt. Habe dann einfach Mist und Erde reingepackt. Und der steht hier vorne auf der Auffahrt, schön in der Sonne. Da sind jetzt noch Erdbeeren drin, die werden noch umgesiedelt. Und hier ist schon mal vorbereitet für die Salatbepflanzung. So, dann gehen wir weiter. Hier haben wir ein paar Obstbäume nebst Zwischensträuchern. Das sind Apfel, Pflaume, Birne, Kirsche und ein paar Beeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren. Da haben wir unsere Enten. Die sind gerade zu, weil sie nämlich Eier gelegt hat und uns ansonsten die Raben die Eier klauen. Hier ist Sanddorn. Der kommt schon so langsam. Richtig hübsch. Und hier einen wunderbaren Pflaumenbaum. Mit einer alten Pflaume, die wir da abmachen müssen, weil sonst schimmelt es. Dann kommt das in die Erde, wenn die runterfällt. Und dann sammeln sich die Schimmelsporen nämlich im Baum und der geht schnell kaputt. Deswegen muss man diese alten Früchte immer abmachen. Vor unserer Haustür haben wir ein kleines Kräuterbeet angelegt, damit ich halt schnell aus der Küche mir die Sachen holen kann. Thymian, Rosmarin, Waldmeister, Pfefferminz, Oregano, Zitronenmelisse, das wächst hier alles so. Ist natürlich noch nicht alles nach draußen gekommen. Aber das ist jedenfalls ganz praktisch. Auch gedüngt mit Pferdemist und mit Asche. Die ist hier in dem Behälter drin. Hier habe ich noch, als unser Hofschmied da war, das Horn gesammelt, mit Wasser vermengt, zu einem Düngemittel aufbereitet sozusagen durch mit Hornspäne. Hier auf der anderen Seite der Haustür ebenfalls. Da wächst allerdings die meiste Zeit Waldmeister, der ja aber auch sehr lecker ist. Hier auf dieser freien Fläche stand ein Hochbeet, das haben wir abgerissen, weil das schon sehr marode und morsch war. Hier habe ich jetzt Blumensamen ausgesät, da ist Phacelia, da sind Ringelblumen, Sonnenblumen und so eine bienenfreundliche Mischung. Ich hoffe, sie wachsen, damit uns die Vögel keinen Strich durch die Rechnung machen, liegt natürlich das Vlies darüber. Auch hier an der Seite habe ich ein paar Beerensträucher, Johannisbeere und Himbeere eingesetzt. Etwas weiter vom Elektrozaun entfernt, damit das Pferd nicht kommt. Hier vorne aufbereitet ist bereits das Erdbeerbeet. Hier sollen die Erdbeeren hin. Wir lieben Erdbeeren. Genau, die Schafe auch. Und deswegen wollte ich ein großes Erdbeerbeet haben. Das habe ich folgendermaßen angelegt. Ihr seht die Erde. Darunter hatte ich Pappe gelegt letztes Jahr. Von der Pappe ist nur noch das Klebestreifenrest übrig. Das heißt, nach und nach muss man diese Klebestreifen auf alle Fälle entfernen, wenn man das nicht schon vorher gemacht hat. Pferdemist drauf, Schafswolle hatte ich drauf und dann kommt einfach guter Kompost drauf. Sachen wie Gräser, Quecken, all diese Dinge kommen trotzdem durch. Auch wenn ich mit Pappe vorher gemulcht habe. Also es ist trotzdem zu bearbeiten, die Fläche. Aber ich muss sie vorher nicht hacken und vorher nicht komplett umgraben. Das erleichtert mir natürlich die Arbeit sehr. Und da es früher ein schnelles Beet werden musste, haben wir uns für diese Methode entschieden. Und jetzt werde ich nachher die Erdbeeren darauf setzen. Auf der anderen Seite des Erdbeerbeetes seht ihr unseren noch freien, ich sag mal, Acker. Da möchte ich ein sonnenförmiges Beet anlegen. Letztes Jahr habe ich den geteilt in 4 Parzellen. Aber das finde ich einfach so unspektakulär und überhaupt nicht richtig hübsch. Ich möchte, wenn ich in den Garten gehe, das auch gerne hübsch haben. Das zeige ich euch allerdings daher, wie man das macht. Hier sind auch wieder Johannisbeeren. Da kommt schon der Rhabarber. Richtig schön, richtig groß raus. Brennnesseln, super als Spinatersatz. Vogelmeere oder Sternmeere, wie man es auch immer nennt. Ja, hier ist nochmal Himbeere und nochmal Johannisbeere.
Hier sind an den Seiten auch Himbeeren. Ich versuche einfach an den Seiten hier Sachen einzupflanzen. Bei uns ist nämlich immer so viel Sturm und so viel Wind. Und natürlich ein paar Weiden, ganz klar, für die Bienen. Ja, jedenfalls haben wir so viel Sturm und so viel Wind, dass uns diese Sachen sonst ganz schnell umwehen und umknicken. Das ist halt das Gemüsebeet, welches es werden soll. Hier habe ich noch ein altes Bett, umfunktioniert mit zwei Kisten als Hochbeet. Ich weiß noch nicht, was da reinkommt. Die muss ich aber auch noch einmal düngen und einmal mit frischer Erde auffüllen. Auf der Rückseite ist nochmal ein kleines Beet. Und das sich hier ausgeweitet hat, das habe ich nicht bearbeitet. Da habe ich letztes Jahr Möhren eingepflanzt. Sehr spät, erst im Herbst. Und ich will einfach jetzt ausprobieren, ob die nochmal durchkommen oder ob sie nicht durchkommen. Deswegen lasse ich diese Seite hier einmal komplett in Ruhe. Diese allerdings kann schon bepflanzt werden. Weiter habe ich hier wieder diese Hochbeete aus den eigentlich Kompostanlagen erstellt. Die sind halt einfach billiger. Und Erde rein. Hier ist zu beachten, ich habe hier so ein, wenn das hier sehen könnt, hier so ein Draht reingemacht, damit mir die Wühlmäuse nicht reinkommen. Und unten halt noch so eine kleine Folie rein, damit die nicht von unten durchkommen. Auch da habe ich Strauchschnitt zuerst reingetan, ein bisschen Mist und ein bisschen Pferdemist und Erde. Das sind unsere Hochbeete Hanni und Nanni, die dann auch bald bepflanzt werden können. Hier haben unsere wunderbaren Nachbarn sich den Teil fertig gemacht. Das war unser altes Zitronengewächshaus. Da habe ich halt die Südfrüchte drin gehabt. Das haben sie sich sauber gemacht und unglaublich ordentlich und schön hergerichtet. Der Mann war gleich ganz neidisch und sagte, ob das bei uns jemals so aussieht. Dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe gedacht, wahrscheinlich nicht. Das ist mal gar nicht nach Permakulturrichtlinien. Und deswegen sieht unser Beet dann daneben an so aus. Hier habe ich einmal Johannisbeeren stehen. Da sind auch ein paar Himbeeren dazwischen. Ich wollte versuchen, das ein bisschen geordnet zu haben. Vorher war alles ganz wild durcheinander. Hier ist noch ein bisschen zum Düngen. Ganz wunderbar. Und ich hatte immer mal überall solche Wasserbottiche, Maurerbits eingegraben mit Pflanzen. Das dient einfach der Verbesserung der Luftfeuchtigkeit in der Nähe von Pflanzen, sie wachsen besser. Genau, das ist ja unser kleiner. Hier habe ich noch ein Hochbeet. Wenn ich aus dem Stubenfenster schaue, kann ich das Hochbeet sehen. Das ist noch nicht bearbeitet. Es ist einfach nur abgedeckt gewesen im Winter. Ich habe mich noch nicht getraut, die Folie hochzumachen. Das können wir aber nachher mal tun. Überall sind immer noch so ein paar Pflanzpötte. Mit Kräutern, Pimpinelle, Physalis. Hier ist unser Mistbeet. Da wächst Salat. Ich kann den ja immer nicht so pikieren, das tut mir immer in der Seele weh. Deswegen warte ich, bis die Pflänzchen so groß sind, dann pflücke ich sie ab und dann essen wir sie einfach. Und dann sind sie quasi auch pikiert. Die anderen lasse ich dann stehen. Ne? Also das funktioniert dann ganz gut. Hier an der Hausmauer entlang seht ihr noch die nicht bearbeiteten Tomatenkübeln. Und zwar kommt da auch wieder Pferdemist rein, guter Kompost rein. Und dann setze ich dann bei Zeiten die Tomatenpflänzchen rein. Das ist einfach ein super Standort dafür. Davon mal ganz abgesehen, dass sie sich selber auch überall ausweiten. Hier Schnittlauch und Gras. Da wird noch ein bisschen mehr Kräuter reingepflanzt. Kommen wir in unser Gewächshaus. Ich habe hier einmal so ein paar Gehwegbegrenzungsplatten oder wie sich die Dinger nennen, geschenkt bekommen. Die habe ich hier reingesetzt. Erde und Kompost drauf. Habe hier schon einiges gepflanzt. Physalis, Haferwurz wächst noch nicht, aber soll. Mangold, Tomaten. Hier sind unsere Stämmchen mit Kumquat, Mandarine und auch Zitrone. Wir haben hier noch unseren kleinen Gewächshausbewohner, ja, der schon ganz neugierig ist. Hier ist dann die Zitrone. Auf dieser Seite wachsen dann die Gurken und
Man muss es immer beschriften, was man aussieht. Ne? Da haben wir es wieder. Spinat und Paprika und auch Salat. Und hier noch eine kleine Ecke mit Kräutern. Das Gewächs, das ist noch nicht optimal ausgenutzt. Was auch daran liegt, dass da hinten noch das kleine Kaninchen wohnt. Aber ich jetzt erstmal so langsam ja auch anfange. Also muss jetzt noch nicht zwingend gleich alles vollgestellt werden. Es hat ja erst angefangen, das Jahr. Gegönnt habe ich mir hier so einen Pfirsich. Ist das nicht eine wunderschöne Blüte? Also es gibt ja echt kaum was Schöneres. Was für eine Farbe und was für eine schöne Form. Das hier wird unser Kartoffelacker. Da ist im Grunde dieser Mist, den ich dort ausgekarrt hatte, vom Pferd, vom Schaf, von den Hühnern, einmal großflächig auf dieser gesamten Ebene ist halt der Mist gelegt. Dann habe ich ein bisschen Schafswolle, da hat sie sich auch schon ein bisschen verselbstständigt, Schafswolle drüber gemacht und dann einfach Erde drauf. So, eigentlich sollen die Kartoffeln am 20. April rausgepflanzt werden. Ich werde das schon nächste Woche versuchen, weil durch den Mist das Gesamtobjekt hier ja einfach wärmer ist, als wenn ich die normal in den Acker packe. Das ist das nächste Experiment. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Auch hier neben dem Gewächshaus habe ich schon mal angefangen, ein bisschen Mist und Erde zu vermischen. Mal sehen, ob ich da noch zu komme, was auszupflanzen. Irgendwann gewiss. Zucchini oder was, das wächst ja immer zu überall. Das sollte jedenfalls auch funktionieren. Dann gibt es jetzt ein kleines Wärmesenken-Update. Und zwar funktioniert die Senke nicht. Das ist super ärgerlich. Nachdem man mir zuerst gesagt hat, das liegt daran, dass die Akkuleistung der Batterie nicht ausreichend ist, haben wir sie ausgestellt und nur die Batterie laden lassen. Auch das hat nicht funktioniert. Dann haben wir festgestellt, das allereinfachste aller Probleme, das Solarpanel hat... Oh, erstmal rauskommen hier. Das Solarpanel hatte keinen Kontakt zur Sonne. Das hat es jetzt aber und ist eigentlich auch bestrahlt. Und trotzdem läuft sie nicht. Jetzt ist meine Vermutung ein bisschen, denn die Leitungen sind ja auch alle in Ordnung. Deswegen ist meine Vermutung einfach, das Panel reicht nicht aus, um die Batterie und den Akku richtig zum Laufen zu bringen. Schaut mal, der hört einfach gleich wieder auf. Also total doof und total ärgerlich. Jetzt müssen wir unseren Elektromeister, der uns hier netterweise bereits geholfen hat, nochmal bitten, uns zu besuchen, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Der befindet sich nur leider gerade in Japan, deswegen wird das wahrscheinlich eine schwierige Angelegenheit. Aber er wird zurückkommen und wir werden das Problem analysieren. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Manchmal funktioniert es tagsüber und dann ist es hier echt richtig, richtig heiß drin. Und scheinbar reicht es für die Pflanzen momentan auch nachts. Aber gerade so diese Pfirsich- und Zitronenpflanzen mögen es halt einfach nochmal eine Nummer wärmer. Mal sehen. Wenn wir aus dem Gewächshaus rauskommen, haben unsere Reitbeteiligung mir hier schon netterweise den ganzen Mist hingekippt. Das soll noch bis zum Ende dort vorne passieren. Dann kommt Erde drüber und dann möchte ich hier gerne die Kürbisse pflanzen. Weil eigentlich sich Schafe und Pferde von den Kürbissen fernhalten. Die haben so ein kleines bisschen stachelige, pelzige Oberfläche. Das mögen die nicht. Ich hoffe, das stimmt auch. Ansonsten haben wir hier noch ein paar Zäune. Hier vorne findet ihr auch neben den Hühnern einen Apfelbaum. Der wurde uns netterweise geschnitten von der Baumschule Piplinski. Ein super schöner alter Baum, richtig leckere Früchte. Und wir haben, wenn man hier so weiter zoomt, nicht nur ein Pferd, sondern auch noch einen Apfelbaum, der auch echt gut trägt. Auch der wurde uns netterweise beschnitten und trägt jetzt vielleicht sogar noch besser als vorher.
So, hier seht ihr das Sonnenbeet, Sternenbeet, keine Ahnung, Schneeflockenbeet, wie ihr wollt. Ich nenne es Sonnenbeet, weil es so schöne Strahlen hat. In der Mitte führen sich die Fäden zusammen. Da will ich eine Maurerbütt eingraben, die dann mit Wasser befüllt und für ein besseres Klima sorgt. Ansonsten sind halt hier rundherum, das seht ihr da, diese Stecken reingeschlagen, mit den Schnüren immer auf der anderen Seite verbunden. Und jetzt will ich mal ausprobieren, inwieweit das funktioniert und inwieweit sich die Pflanzen dann untereinander auch unterstützen. Das war nämlich das Ziel dieses Sonnenbeetes. Dann bin ich mal gespannt, was sich hier drunter verbirgt. Schon ewig nicht mehr reingeguckt. Einen Stein haben wir noch. Oh, ja, guck mal an. Also hier vorne haben wir einen Grünkohl. Hier ist Pfefferminz. Oh, kann man jetzt schon für Tee nehmen. Super. Allerdings nicht, wenn man stillt. Ist noch ein Übergewächs hat. Und das hier sieht aus wie Spinat. Oder Radieschenblätter. Wer weiß das schon so genau? Nee, das ist Spinat. Das ist ja geil. Hier sind noch Reste von Fenchel. Hier vorne auch. Scheint, dass der wiederkommt. Also das nächste Mittagessen ist gesichert, es gibt Spinat. Diesen Eimer hatte ich übrigens, der war sowieso kaputt, einmal durchgeschnitten, damit die Schnecken nicht reinkommen. Kann man hier über die kleinen Salatpflänzchen packen. Das passt nicht ganz. Haben wir so. Das ist ja super. Seht euch das mal an. Ist das nicht wunderbar, in dieser Sonne sich so ahlen zu können, sich hier so hinzufläzen? Und das ist der Grund, warum ich diese Arbeit hier auf meinem Hof so liebe, weil mich solche kleinen Momente, solche kleinen Ablenkungen einfach so da rausholen können aus der Arbeit. Und das macht so viel Spaß, sehen zu dürfen, was die Natur so für uns bereithält. Es ist einfach ein Traum. Das Kleine hier, ich versuche es mal zu zoomen, was man jetzt nur so zusammengeknäuelt sieht, das ist Maggie. Maggie ist unser Flaschenlamm von Reika, dem Milchschaf. Sie hatte Zwillinge geboren und eins davon ist gestorben und das andere, die kleine Maggie, wäre fast gestorben, zweimal fast. Und jetzt haben wir sie mit der Flasche aufgepäppelt und es klappt so wunderbar. Und sie lebt tatsächlich noch. Also wir haben ja echt gedacht, zwischendurch, das war's. Jetzt versuchen wir sie gerade in die Gruppe zu integrieren. Das klappt, wie man sieht, ausgezeichnet. Sie trinkt noch nicht, also an der Mutter. Das wird auch nicht mehr passieren. Aber wir füttern sie trotzdem noch und es läuft fantastisch.